Diese Tage, in Zeiten der Corona-Pandemie und dessen drastischen Umwälzungen, veröffentlicht der Atlantic einen Bericht über eine Umfrage, welche sich lohnt, um ein paar Minuten zu investieren, um diesen in seiner Fülle zu lesen. Der Atlantic berichtet: Rotes und blaues Amerika, also Republikaner und Demokraten, sind sich einig, dass es jetzt an der Zeit ist, gegen die Verfassung zu verstoßen. Die Menschen beider Parteien scheinen eher damit einverstanden zu sein, die bürgerlichen Grundfreiheiten zu untergraben, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Länder ergreifen außergewöhnliche Maßnahmen, um die Covid-19-Pandemie zu verlangsamen. Viele dieser Maßnahmen schränken die individuelle Freiheit ein und können auch Rechte verletzen, die durch nationale Verfassungen garantiert werden. Italiens vollständige Sperrung, die durch strafrechtliche Sanktionen durchgesetzt wird, verstößt wahrscheinlich gegen seine Verfassung. Der norwegische Gesetzgeber hat ein Notstandsgesetz vorgeschlagen, das der Regierung vorübergehend eine beispiellose Befugnis gibt, die Verfassung und die nationalen Gesetze zur Verhinderung des Virus außer Kraft zu setzen. In der Zwischenzeit erließ Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ohne Rücksprache mit dem israelischen Parlament Notfallbestimmungen, die eine erstaunliche Überwachungskraft zur Bekämpfung des Virus ermöglichen. Ungarns Viktor Orban, der niemals eine gute Krise verschwendet, wird auf absehbare Zeit wahrscheinlich per Dekret regieren können. Die Vereinigten Staaten stehen nur vor dem gleichen Dilemma. Inwieweit sollte gegen die Verfassung verstoßen werden, um das Coronavirus zu bekämpfen? Sperren, insbesondere für die Personen, die nicht positiv auf das Virus getestet wurden, sind verfassungsrechtlich fraglich. Die Drohung der Staats- und Regierungschefs von New York, New Jersey, Anwohner zu verfolgen, die falsche Informationen über das Virus verbreiten, falls dies durchgeführt wird, könnte gegen den ersten Zusatzartikel verstoßen. Einige Menschen in Kalifornien haben die Behörde der Stadt San Jose angeklagt, die eine Schließung eines Waffengeschäfts erzwang, indem sie ihr Recht auf Bewaffnung angeführt haben. Am alarmierendsten ist vielleicht, dass das US-Justizministerium den Kongress stillschweigend um die Möglichkeit gebeten hat, die obersten Richter zu bitten, Menschen in Notfällen ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Um zu beurteilen, wie die Amerikaner den Kompromiss zwischen der Wahrung der bürgerlichen Freiheiten und der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus abwägen, haben wir letzte Woche eine Umfrage durchgeführt, als die staatlichen und lokalen Regierungen damit begannen, ihre bisher restriktivsten Maßnahmen umzusetzen. Die Umfrage zeigt eine bemerkenswerte Bereitschaft, Bürgerrechtsverletzungen zu tolerieren, um der Pandemie entgegenzutreten, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Wir präsentieren eine national repräsentative Stichprobe von 3000 US-Einwohnern mit 8 möglichen Verfahrensreaktionen auf den Ausbruch, die alle verfassungswidrig sein können, einschließlich Zwangsquarantäne in einer staatlichen Einrichtung, strafrechtlicher Sanktionen für die Verbreitung von Fehlinformationen, Verboten gegen bestimmte Personen, die in das Land einreisen und Wehrpflicht von Beschäftigten im Gesundheitswesen. Eine Mehrheit der Befragten unterstützte alle 8 dieser Richtlinien, die meisten mit beträchtlichen Spielräumen. Die Vorschläge mit der geringsten Unterstützung betrafen die Beschlagnahme von Unternehmen und das Verbot der Einreise aller Bürger und Nichtbürger außerhalb des Landes. Aber diese Maßnahme hatte immer noch eine Unterstützung von 58 bzw. 63%. Die Vorschläge mit der höchsten Unterstützung sahen vor, dass Nichtstaatsbürger die Einreise in das Land untersagten, 85%, und Angehörige der Gesundheitsberufe trotz Gesundheitsrisiken zur Arbeit gezwungen wurden, 78%. Beide Verfahren belasten eine definierte Minderheit der Bevölkerung, daher ist es nicht verwunderlich, dass große Mehrheiten sie unterstützen. Aber auch die Kriminalisierung der Sprache aufgrund ihres Inhalts, eine Idee, die dem modernen amerikanischen Konstitutionalismus widerspricht, war sehr beliebt. Ungefähr 70% der Befragten befürworteten die Einschränkung der Fähigkeit der Menschen, Dinge zu sagen, die als Fehlinformationen gelten könnten.
Ebenso unterstützten 77% der Befragten die Aussetzung aller Gottesdienste und Versammlungen, wodurch die Religionsfreiheit eingeschränkt wird. Und selbst als wir der Hälfte unserer Befragten ausdrücklich mitteilten, dass die Richtlinien möglicherweise gegen die Verfassung verstoßen, unterstützte die Mehrheit alle 8 sogar die Beschränkungen der freien Meinungsäußerung. Das vielleicht auffälligste Merkmal unserer Ergebnisse ist die breite Zustimmung dieser parteiübergreifenden Politik zur Einschränkung der Freiheit durch beide Parteien. Wie bei anderen Umfragen spiegelte unsere Umfrage eine große Kluft zwischen Demokraten und Republikanern bei der Zustimmung zu Präsident Donald Trumps Umgang mit der Pandemie wider. 34% der Demokraten stimmten zu, 88% der Republikaner. Man hätte vernünftigerweise den Schluss ziehen können, dass unterschiedliche politische Präferenzen diese Reaktionen vorangetrieben haben. Demokraten wollen aggressive Interventionen der Regierung, die der Präsident ihrer Meinung nach nicht umgesetzt hat, während Republikaner, ermutigt durch Trumps frühzeitige Ablehnung des Ausbruchs, ein Abwarten vorziehen oder den Laissez-faire-Ansatz wählend. Unsere Ergebnisse legen jedoch nahe, dass dies nicht der Fall ist. Demokraten und Republikaner sind gleichermaßen bereit, bürgerliche Freiheiten zu opfern, um das Virus zu bekämpfen. Die beiden Gruppen zeigen nahezu identische Unterstützung für die Inhaftierung kranker Menschen in staatlichen Einrichtungen, die Wehrpflicht zur Arbeit, das Verbot der Verbreitung von Fehlinformationen und das Verbot der Einreise aller Menschen, Bürger und Nichtbürger gleichermaßen. 74% der Demokraten unterstützten jede der 8 vorgeschlagenen Maßnahmen, 71% der Republikaner. Diese kleine Ungleichheit steht im Gegensatz zu mehreren jüngsten Umfrageergebnissen, die zeigen, dass Amerikaner mit unterschiedlichen politischen Zugehörigkeiten sehr unterschiedlich auf die Krise reagieren. Zum Beispiel berichtete The Atlantic am Freitag, dass blaue Staaten aggressiver auf den Ausbruch reagieren als rote Staaten, und eine letzte Woche durchgeführte Umfrage von NBC News, Wall Street Journal ergab, dass Demokraten mit einer um 28 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit gegenüber den Republikanern besorgt sind, dass jemand in ihrer Familie Covid-19 bekommt. Trotzdem sind beide Seiten davon überzeugt, dass aggressive Maßnahmen erforderlich sind, um Leben zu retten. Die Bemühungen, die bürgerlichen Freiheiten zurückzudrängen, stoßen häufig auf politischen Widerstand. Aber jetzt könnte die parteiübergreifende Unterstützung für rechtsbeschränkende Covid-19-Reaktionen den Weg für eine Erosion der Verfassung ebnen. James Madison sagte dies voraus, als er Verfassungsrechte als Pergamentbarrieren bezeichnete, die leicht überschritten werden könnten, wenn die Mehrheit dazu neigte. In der Tat gibt es in der Geschichte zahlreiche Beispiele für Freiheitsverletzungen, die angesichts von Sicherheitsbedrohungen begangen wurden. Die von Präsident John Adams unterzeichneten Alien and Sedition Acts, japanisch-amerikanische Internierungslager während des Zweiten Weltkriegs und die Anwendung von Folter nach dem 11. September. Nachdem die Bedrohung abgeklungen ist, müssen die Amerikaner Verstöße gegen die Verfassung als solche anerkennen, damit sie nicht zur neuen Normalität werden. Soweit der Bericht über die repräsentative Umfrage des Atlantic. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 14 heißt es: Und es, das zweite Tier, sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem ersten Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Es wird die amerikanische Bevölkerung sein, die nach dem Bild des Tieres fragen werden, welche das Malzeichen des Tieres hervorbringen wird. Ein Tier in biblischer Prophetie stellt eine Nation dar. In Offenbarung 13, Vers 11 spricht es von dem zweiten lammähnlichen Tier, dem protestantischen Amerika, welches als Nation durch ihre Gesetze sprechen wird wie der Drache. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.
Das einst protestantische Amerika wird die führende Rolle übernehmen, um das Malzeichen des Tieres einzuführen, welches dann von allen Nationen kopiert wird. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Folgedessen müssen in allen Ländern die gleichen Maßnahmen ergriffen werden. Corona scheint dabei derzeit die aggressivste Form zu sein, um diese Dinge jetzt in die Tat umzusetzen. Der Atlantic Council berichtet, Russland befiehlt Tech-Plattformen, Coronavirus-Fake-News zu entfernen. Desinformationen und Fehlinformationen rund um das Coronavirus sind im Fernsehen, in Printmedien und online, insbesondere in sozialen Medien, weit verbreitet. Und die Regierungen nehmen dies besonders in Moskau zur Kenntnis. Die russische Regierung hat sich aktiv mit der Verbreitung von Desinformation und Fehlinformation rund um die Pandemie befasst. Der Kreml hat auch aktiv dafür gesorgt, dass im Land tätige Internetplattformen gefälschte Nachrichten von Coronaviren von ihren Plattformen entfernen. Dies folgt den früheren Bemühungen des Kremls, gegen unabhängige Internetseiten vorzugehen, die legitime Nachrichten anbieten. Die Meinungsfreiheit, die freie Rede, wird immer mehr weggenommen. Wir sehen nämlich, dass immer mehr Professoren, Ärzte, Toxikologen, dass sie aufstehen und uns ein anderes Bild präsentieren, wie wir es in den Massenmedien sehen. Wer entscheidet nun aber, was richtig ist? Warum lässt man den Menschen nicht die Freiheit, die Informationen zu hören und selbst zu entscheiden? Am 18. März drohte Roskomnadzor, Russlands Internet- und Medienregulierungsbehörde, mit strengen Maßnahmen gegen diese Dienste, die falsche Informationen rund um das Coronavirus verbreiten. In der Ankündigung wurde insbesondere auf das Bundesgesetz Nummer 149-FZ verwiesen, das den Austausch vieler verschiedener Arten von Informationen im Internet unter Strafe stellt, einschließlich solcher, die die öffentliche Sicherheit gefährden. Sollten gesetzlich geregelte Stellen wie Social-Media-Plattformen gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen, können die russischen Behörden den Zugang zu diesen Informationen blockieren. Die Regierung kündigte auch spezifische Strafen für Benutzer an, die falsche Informationen über das Coronavirus verbreiten. Am 23. März drohte das russische Innenministerium laut TASS mit Geldstrafen für diejenigen, die bei der Verbreitung solcher Informationen erwischt wurden, unter Berufung auf Artikel 237.1, der sich auf die Verfälschung von Informationen bezieht, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden. Internetplattformen bleiben ein zentrales Anliegen Russlands, den Informationsfluss im Zusammenhang mit Pandemien einzudämmen, den die Behörden für falsch halten. Sie waren folglich gezwungen, es von ihren Websites zu entfernen. In der Pressemitteilung wurden keine Informationen über die Art oder Besonderheiten des Inhalts angegeben. Die Behörden haben auch Rechtsstreitigkeiten gegen einzelne Social-Media-Nutzer eröffnet, die angeblich falsche Coronavirus-Informationen veröffentlicht haben. Erstens ist Moskau in rechtlicher Hinsicht dabei, immer mehr Online-Inhalte zu kriminalisieren und hat die rechtlichen Befugnisse der Behörden, Internetplattformen zur Abschaltung von Inhalten zu zwingen, schrittweise erweitert. Darüber hinaus sind die Maßnahmen der Medienregulierungsbehörde Teil eines Musters der Geldstrafe für Internetplattformen, die nicht den Moskauer Technologierichtlinien entsprechen. Im Februar beispielsweise verhängte ein Moskauer Gericht eine Geldstrafe gegen Twitter und Facebook, weil sie sich geweigert hatten, Benutzerdaten innerhalb der russischen Grenzen lokal zu speichern. Die Frankfurter Allianz berichtet: Gemeinsame Lösungen statt nationale Alleingänge. Dies fordern mehrere Staatsoberhäupter in einem offenen Brief, darunter der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier als derzeit noch einziger Vertreter Europas. Aber auch ehemalige Staatsoberhäupter wie Gordon Brown fragen in Zeiten der Corona-Krise
nach einer neuen Weltregierung. Und das Handelsblatt zitiert: Wir brauchen eine globale Führung. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Words never before uttered in history to introduce a figure who came to prod this partisan institution to work together for a better future. In a renewed spirit of fraternity and solidarity, cooperating generously for the common good. Die Vatican News berichtet, dass Papst Franziskus die Regierungen zum Handeln auffordert für das Gemeinwohl. Der Papst erkennt an, dass einige Regierungen vorbildliche Maßnahmen ergriffen und klar definierte Prioritäten zur Verteidigung der Bevölkerung festgelegt haben. Obwohl einige dieser Maßnahmen von einigen als irritierend angesehen werden können, räumt der Papst ein, dass sie für das Gemeinwohl eingeführt wurden und dass die meisten Menschen sie akzeptieren und mit einer positiven Einstellung vorantreiben. Bereits im Jahr 2018 sagte Erzbischof Marcelo Sánchez Sorondo, Kanzler der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften, in einem Interview: Im Moment sind die Chinesen diejenigen, die die Soziallehre der Kirche, das Gemeinwohl, am besten umsetzen. Schauen wir nach China, sehen wir dort bereits das wohl am weit entwickelste öffentliche totalitäre System mit ihrem sozialen Punktesystem, wo das Verhalten aller Bürger streng überwacht und bewertet wird. Bemühungen, ein solches System nun weltweit zu installieren, sehen wir verstärkt aufkommen. Es wird ein solches System sein, welches genutzt wird, um das Mahlzeichen des Tieres, welchen allen Menschen aufgezwungen wird, zu kontrollieren, im Sinne des Gemeinwohls der katholischen Soziallehre. Wenn du das Mahlzeichen des Tieres biblisch verstehen möchtest, nicht durch oberflächliche Einschätzungen, sondern am Wort Gottes selbst, dann schau dir den Vortrag an, das Mahlzeichen des Tieres identifiziert. Zudem bieten wir eine Reihe an Videos an, mit aktuellem Zeitgeschehen betrachtet aus dem prophetischen Wort der Bibel. Auf projekt7.media kannst du dir zudem das Buch Vom Schatten zum Licht kostenlos bestellen, welches dir mehr Verständnis und Einsicht in diese alten Prophezeiungen der Bibel schenken wird, um die aktuellen Strömungen dieser Welt zu verstehen. And Pope Francis. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Wie drückt sich aber Freiheit und wahre selbstlose Liebe aus? Ist es nicht im freiwilligen Opfer Jesu Christi und im Glaubensgehorsam seiner himmlischen Verfassung gegenüber, den 10 Geboten? Jesus sagt: Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. It is finished.
Der Kampf, die Rebellion gegen Gottes Gesetz, welche im Himmel begann, findet bald sein Ende in der letzten großen Auseinandersetzung. Wiederum um das Gesetz Gottes, um die himmlische Verfassung, um Gottes Regierung, Gottes Autorität und seinem Charakter.